bei der Tagesordnung beschlossen haben. Den von Fraktion Die Linke eingereichten Eilantrag, keine Fahrpreiserhöhung 2024. Zunächst wäre Fraktion Die Linke an der Reihe, uns den Antrag einzubringen. Danach haben wir vorliegend zwei Anträge, ein Ersatzungsantrag Grüne und Ergänzungsantrag AfD, die könnten eingebracht werden. Und in der Fraktionsrunde beginnt dann die SPD. So zum Vorgehen. Und insofern darf ich jetzt fragen, Fraktion Die Linke, Herr Mattis zur Einbringung. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, alle Zuhörer und Zuschauerinnen im Stream. Ich bedanke mich zunächst einmal, dass wir heute hier das gleich mit an den, nein, nicht ganz an den Anfang, aber auf heute vorgezogen haben, weil das Thema ist wirklich wichtig. Es geht im Grunde genommen um 7,5% Fahrpreiserhöhung für die DVB, insgesamt für den öffentlichen Nahverkehr in Dresden, ab Frühjahr des nächsten Jahres. Ich möchte vorab als allererstes eins sagen. Wir als Linke sind sehr wohl der Meinung, dass der öffentliche Nahverkehr insgesamt und die DVB im Besonderen mehr Geld braucht. Das haben wir schon in den letzten 5 Jahren immer wieder gesagt, das sagen wir jetzt, das werden wir auch vor den Wahlen sagen und das werden wir auch danach sagen. Natürlich braucht die DVB mehr Geld, aus vielen verschiedenen Gründen. So, wir wollen die Kapazitäten unserer wachsenden Stadt anpassen. Wir reden ja über Ansiedlung, wir reden über mehr Einwohner, wir reden davon, dass sozusagen mehr Leute im Zuge unserer Klimaziele vom MIV auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen sollen. Und wir reden allgemein davon, dass wir Personal besser bezahlen müssen, wenn wir es halten wollen und, und. Also es gibt 1000 Gründe, warum die DVB mehr Geld braucht und das soll sie auch kriegen. Das ist nicht unser Punkt. Wir müssen jetzt nur uns gemeinsam die Frage stellen, wo soll denn dieses Geld herkommen? Und wer hat die Verantwortung dafür, dass die sogenannte Verkehrswende auch wirklich funktioniert? Und da fange ich mal bei Bund und Ländern an. Der Bund und, der Freistaat Sachsen haben an für sich gute Sachen auf den Weg gebracht, nämlich der Bund mit einem Deutschlandticket für 49 Euro. Und der Freistaat Sachsen mit einem Bildungsticket für 15 Euro im Monat, also für Schülerinnen und Schüler. Es geht noch besser, Berlin ist kostenlos für Schülerinnen und Schüler, aber lassen wir jetzt mal da beiseite. Im Moment ist es zumindest erstmal eine gute Sache. Das Problem ist nur, gegenwärtig feilschen, gerade was das Deutschlandticket anbelangt und allgemein die ÖPNV-Finanzierung, feilschen gerade die Länder mit dem Bund, um wer sozusagen zahlt jetzt was. Sozusagen, man kann den Streit live verfolgen. Die Länder sozusagen weigern sich mehr draufzulegen, der Bund weigert sich noch viel stärker, irgendwas draufzulegen. Das heißt, wir wissen noch gar nicht sicher, ob das Angebot weiterfinanziert wird und wenn ja, zu welchem Preis. Aber sozusagen jedenfalls von Bundes- und Landesebene kommt nichts Konstruktives im Moment. Die Probleme werden auf die Kommunen weitergewälzt, auf die Kommunen, auf die Verkehrsverbünde und letztendlich natürlich auch auf die Verkehrsunternehmen. Und jetzt eben an dem Punkt, an dem wir hier angekommen sind. Hier ist jetzt der Versuch, dieses Problem jetzt weiterzuwälzen an die Fahrgäste. Dieses Problem weiterzuwälzen und es mit 7,5% Fahrpreiserhöhung ab nächsten Jahr zu beantworten. Und dort sind wir strikt dagegen. Das kann aus unserer Sicht nicht der richtige Weg sein. Wir sind nicht dafür, die Kosten einseitig an die Fahrgäste abzuwälzen, übrigens auch nicht an andere Gruppen zufällig. Ich will vielleicht mal zur
Veranschaulichung etwas sagen. Ich habe jetzt nicht sehr viel Zeit mehr. Aber von den Einnahmen, die die DVB hat, sind 50% überhaupt nicht mehr durch uns bestimmt. 50% kommen aus den Einnahmen durch das Deutschlandticket, kommen aus den Einnahmen über das Bildungsticket. Nur die anderen 50% werden noch durch Fahrpreise sozusagen, die wir gestalten, beeinflusst. Davon ungefähr die Hälfte, die immer noch bestehenden Monatsabos, die anderen Hälfte die sogenannten Einzelfahrscheine. Und jetzt kann man sagen, ist das jetzt gerechtfertigt, gerade diese Gruppe mit diesen Erhöhungen zu belasten? Und wir sagen nein, weil gerade diejenigen, die am Monatsticket festhalten, das sind vor allen Dingen Seniorinnen und Senioren, das sind Familien, die die Vorteile nutzen, die sich aus diesen bisherigen Monatskarten ergeben, nämlich die Übertragbarkeit und den Umstand, dass man sie nach 18 Uhr und an Wochenenden auch gemeinsam nutzen kann. Das ist ein großer Vorteil, deshalb nutzen die den gerade, die sind die Betroffenen. Und die zweite Gruppe, die betroffen ist, und das ist jetzt ganz verrückt, das sind die sogenannten Gelegenheitsnutzer. Wer sind das? Das sind Leute, die im Grunde genommen im Wesentlichen für ihre Mobilität ihr Auto nutzen, meistens mit dem Auto unterwegs sind und die wir ja gerade gewinnen wollen, so oft es irgendwie möglich ist, wenn es nicht unbedingt sein muss, wenn sie einen Weg in der Stadt zu erledigen haben oder irgendwas, ihr Auto möglichst stehen zu lassen und diesen Weg mit dem öffentlichen Nahverkehr zurückzulegen. Und wenn wir sie dafür gewinnen müssen, müssen wir dieser Gruppe attraktive Angebote machen auch. Das heißt für mich zum Beispiel, dass ein Einzelfahrschein oder ein Tagesticket immer günstiger sein sollte als die möglicherweise anfallenden Parkgebühren in der Innenstadt. Das ist nur mal als Beispiel. Was wir jetzt aber machen, ist das genaue Gegenteil vom attraktiver machen. Wir machen den öffentlichen Nahverkehr für die Gruppen, die wir gewinnen wollen, zusätzlich unattraktiver. Und das halte ich für den grundsätzlich falschen Weg. Deshalb plädiere ich dafür, diese Fahrpreiserhöhung abzulehnen. Ich will noch was zu den zwei Änderungsanträgen, kann ich das jetzt noch, sonst muss ich dann nochmal, zu den Änderungsanträgen sagen. Also das, was die AfD vorschlägt, ist kompletter Unsinn. Es ist ja der Vorschlag allen Ernstes an der DVB jetzt etwas einzusparen. Vollkommen der falsche Ansatz, jetzt Strecken zu reduzieren, Angebote zu reduzieren, ist ja Unfug. So. Bei dem grünen Änderungsantrag, dort würde ich sagen, ich würde ihn gern übernehmen als zusätzlichen Punkt. Also wir sind gern bereit, den Punkt von den Grünen als Punkt 3 in unseren Antrag zu übernehmen. Ich würde ihn auch dazu dann gegebenenfalls in einem zweiten Redebeitrag nochmal sagen, warum wir ihn als Ergänzung und nicht als Alternative sehen. Vielen herzlichen Dank. So, dann ist die Einbringung damit getan und wir können zur Einbringung der Anträge kommen. Wird AfD, Herr Pinkert, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrte Bürger, insbesondere die Bürger, die ja eigentlich mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren. Erstmal danke, Herr Mattis. Diesen Antrag bringen Sie eigentlich jedes Mal pünktlich, kurz bevor eigentlich die Verbandsversammlung ist. Das letzte Mal wurde ja ausgebremst durch das Deutschlandticket. Da weiß wirklich bis jetzt noch niemand, wo es hingeht, aber das ist nun mal SPD und Grün zusammen, das kann man nie ändern. Und wir werden auch dort wahrscheinlich hingehen, dass es Richtung 65 Euro geht. Die FDP ist auch noch mit beteiligt, noch kann man sagen, man weiß es nie, was passiert. Das ist nie unsere Sache. Ne? Aber grundsätzlich, was fehlt denn eigentlich in dem Antrag ja, von den Linken? Da steht drin, wir wollen keine Vorpreiserhöhung. Die haben aber nie geschrieben, wo sie Geld hernehmen. Nichts, gar nichts. Ne? Die wollen einfach jetzt, dass die VVO als gesamte Verbandsgemeinschaft jetzt auf Mehreinnahmen, auf die sie angewiesen sind, alle verzichten müssen, nur weil das dekadente Dresden es möchte. Grundsätzlich hat der Herr Hilbert eine Stimme und die anderen haben auch Stimmen. Und der Herr Hilbert wird wahrscheinlich auch überstimmt werden, was auch verständlich ist. Man muss nämlich mal in die Gemeinden sehen, wie es dort zugeht, wie dort der Haushalt aussieht. Das ist traurig. Die denken darüber nach, Fahrpläne einzustampfen, ja, weniger anzubieten. Da können Sie mal versuchen, nachts, selbst am Wochenende, nachts mit dem Bus durch die Gegend zu fahren. Wird recht
schlecht gehen. Deswegen ist unser Vorschlag, wenn, dann sollten wir uns wirklich nur auf Dresden beziehen. Wir sind auch dagegen, dass alles immer teurer wird. Für den armen Bürger, der es bezahlen muss, ist meistens derjenige, der noch normal arbeiten geht und nie in der Vollversorgungsalimentierung steckt. Ja? Deswegen bitte nur Tarifzone 10, ja, Dresden Stadtgebiet, sollte beibehalten werden. Der VVO kann weiterhin seines Amtes walten und die umliegenden Gemeinden, so wie es Bedarf ist, erhöhen. Ja? Es entstehen natürlich Mindereinnahmen, die irgendwie gedeckt werden müssen. Wir haben eigentlich als DVB die Aufgabe des Linienverkehrs, öffentlicher Personennahverkehr, und das heißt nicht Einzelbeförderung. Wir leisten uns im Moment, das wissen Sie alle, dekadente Luxusprojekte. Mobi-Bike, Mobi-Shuttle, Mobi-Punkte etc. Ja. Demzufolge gehen wir davon aus, die DVB hat hier Einsparpotenzial oder kann zusätzliches Gewinne erwirtschaften. Daher dieser Vorschlag, dass wir sagen, die DVB sollte sich doch dort Gedanken machen und mit Finanzierungsvorschlägen kommen. Was der Herr Matthias gesagt hatte, muss ich sagen, es stimmt eigentlich nie alles. Ne? Und zwar, wenn Sie sehen, wer sind denn eigentlich die Leute, die wechseln? Ja, das sind meistens nicht die Autofahrer, die auf den Bus wechseln, sondern eher die Leute wie ich, die fahren mit dem Fahrrad und die holen sich dann einfach eine Viererkarte. Ja, entweder wenn das Wetter so schlecht ist, dass man nie mit dem Fahrrad fahren möchte, oder wie heute zum Beispiel, man möchte in den Stadtrat und dann möchte man nie mit verschwitzten Fahrradklamotten hier auftauchen. Ja, das ist ganz einfach, das ist eigentlich hauptsächlich die Zielgruppe, nie zu sagen, irgendwelche Autofahrer und so weiter und so fort. Also nie ganz da jetzt hingegriffen. Lustig finde ich den Antrag, den Ergänzungs- oder Ersetzungsantrag von den Grünen, ja, immer wenn kein Geld da ist, dann zeigen wir einfach auf die anderen, entweder aufs Land oder auf den Bund, obwohl sie überall mit in Regierungsverantwortung sitzen. Aber falls Sie mal mitbekommen haben, war in den letzten Tagen hauptsächlich das Jammertal riesengroß der Gemeinden, dass kein Geld da ist aufgrund anderer Ausgaben. Und da reden wir nicht von ein paar Millionen im öffentlichen Nahverkehr. Ja? Da reden wir von hunderten Millionen. Und diese können auch nicht gedeckt werden im Moment. Da frage ich mich, da ist das ein Zeigen auf andere, auf Land oder Bund, mit mehr Geld zuschießen für den öffentlichen Personennahverkehr, denke ich mal, wird relativ erfolglos sein. Das kann man abbuchen unter, ist es Papier nie wert. Danke. So, wird Einbringung des Grünantrags. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Für uns Bündnisgrüne ist der öffentliche Verkehr Daseinsvorsorge. Daseinsvorsorge heißt für uns, es wird gemeinschaftlich finanziert von uns allen zusammen. Und genau dafür hat der Oberbürgermeister vor einem Jahr eine Vorlage eingebracht, in der viele Maßnahmen stehen, wie man den öffentlichen Verkehr in Dresden besser finanzieren kann. Es würden bis 2027 damit 62 Millionen in den Haushalt einfließen. Und wofür wir die dann nutzen, das wäre ja frei. Könnten wir für den öffentlichen Verkehr nehmen. Aber CDU und Linke unter anderem haben erreicht, dass auch nach einem Jahr immer noch kein Beschluss zu dieser gemeinschaftlichen Finanzierung des öffentlichen Verkehrs in Dresden da ist. Und das Ergebnis ist jetzt, wir haben eine Tariferhöhung ohne jede Alternativfinanzierungsvorschlag. Wir Grüne sagen vollkommen eindeutig Nein zur einseitigen Belastung der Fahrgäste. Aber gleichzeitig stehen wir jetzt aus diesem Grund vor dieser Stelle. Es fehlt die Finanzierung, und wenn die Tariferhöhung einfach abgelehnt wird, aber keine Finanzierungsquelle genannt wird, dann wird es zu Angebotskürzungen kommen, auch in Dresden. Das ist absehbar. Dann fehlen Millionen. Zur Vermeidung der Kürzung von Linien oder beim Takt werden wir uns als Kompromiss zur Tariferhöhung enthalten. Und dann zum zweiten Punkt der Linken in dem Eilantrag. Für uns Grünen ist Mobilität für alle im ganzen Land wichtig, überall. Wir wollen eine Mobilitätsgarantie, aber die muss natürlich finanziert werden. Wenn wir uns die Realität im Land ansehen, dann wissen wir, die Regionalisierungsmittel im Bund wurden erhöht, aber sie wurden nicht so viel erhöht, wie es ursprünglich versprochen war.
Der Freistaat setzt seine Regionalisierungsmittel auch für den Schülerverkehr ein. Das ist aber eigentlich eine Bildungsaufgabe. Das nenne ich Zweckentfremdnutzen. Der Zweck der Regionalisierungsmittel ist nämlich ganz klar der Betrieb und der Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Der Nahverkehrsplan, den wir alle gemeinsam mal beschlossen werden, er kann so nicht umgesetzt werden im VVO. Es ist die Kernaufgabe des VVO, einen attraktiven öffentlichen Verkehr überall im Gebiet anzubieten, und das ist so nicht möglich. Deshalb ist unser Vorschlag in Punkt 2 ersetzen durch eine Problemanzeige, die der VVO an den Freistaat senden soll. In einem öffentlichen Brief soll er darauf hinweisen, dass es notwendig ist, die Mittel zweckentsprechend einzusetzen und aufzustocken, damit der Nahverkehrsplan umgesetzt werden kann. Und das am besten gemeinsam mit den anderen Verkehrsverbünden in Sachsen. Wir Grüne stehen nämlich für kein Abhängen von Menschen. Wir wollen Mobilität für alle. Die Aufgabe des VVOs ist es auch, den öffentlichen Nahverkehr so einfach wie möglich zu machen. Das Deutschlandticket, und darum geht es im zweiten Punkt, den wir auch noch eingebracht haben, das Deutschlandticket ist einfach, und das sehen wir, es wird gut angenommen, das gefällt den Menschen, und da fahren mehr Menschen, nutzen mehr Menschen den öffentlichen Verkehr. Das Deutschlandticket hat Auswirkungen auf das Tarifsystem, und das Tarifsystem könnte daran angepasst und vereinfacht werden. Ich möchte mal ein Beispiel nennen. Es gibt eine Reihe von Städten in Deutschland, die einfach sagen, das Leihrad ist beim Abo dabei. Wenn man lokal sein Abonnement abschließt, kann man die Leihräder auch nutzen. Das ist möglich. Es wäre eine Vereinfachung, und gleichzeitig würde es den ÖPNV, den öffentlichen Verkehr vor Ort, attraktiver machen. Wir Bündnisgrünen setzen uns für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs ein, überall in Dresden, im VVO-Gebiet und in Dresden in den Randlagen, damit alle mitgenommen werden und damit niemand abgehängt wird. Vielen Dank. Ich freue mich über Ihre Zustimmung. So, meine Damen und Herren, dann steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt die SPD. Herr Engel, bitte schön. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ja fast so ein alljährliches Ritual, mit dem wir uns hier heute beschäftigen, dass wir mal wieder über Fahrpreiserhöhungen sprechen. Wir als SPD-Fraktion haben in der Vergangenheit durchaus auch Fahrpreiserhöhungen auch mal zugestimmt, wenn sie uns logisch erschienen, wenn wir tatsächlich auch verstanden haben, welche Systematik auch ein Verkehrsverbund hier gewählt hat. Und da will ich an dieser Stelle sagen, das ist in diesem Jahr für uns hier nicht gegeben. Der Verkehrsverbund will die Preise relativ regelmäßig zwischen 7% und 8% erhöhen, über alle Tickets hinweg. Und ich gewinne da so ein bisschen den Eindruck, dass der Verkehrsverbund noch gar nicht so wirklich sich darauf einlässt, dass sich die Lage auch durch das Deutschlandticket ganz massiv geändert hat. Und dass wir tatsächlich da natürlich auch mal im restlichen Portfolio unseres Tickets-Sortiments auch mal schauen müssen, wie können wir denn da vielleicht Dinge vereinfachen. Ich will das tatsächlich an einem Beispiel mal deutlich machen. Wir erhöhen ja unter anderem auch die Abo-Monatskarte in Dresden auf dann knapp 67 Euro. Wir landen dann im Übrigen in einer Situation, sofern das Deutschlandticket preislich nicht recht zeitnah angepasst wird, sondern vielleicht irgendwann später, die Diskussion haben wir auf Bundesebene gerade, landen wir dabei in der Situation, dass die Abo-Monatskarte in Dresden in Summe dann ungefähr genauso teuer oder günstig, das kann man sehen, wie man will, ist, wie das Deutschlandticket plus die beiden Zusatztickets, die wir in Dresden haben. Derzeit haben wir aber die Situation, dass relativ viele Kundinnen und Kunden bei der Abo-Monatskarte eben noch bleiben, weil sie sich vor allem in Dresden bewegen, vor allem hier den städtischen Nahverkehr nutzen, die Flexibilität schätzen, Mobi-Angebote schätzen, die Mitnahme schätzen. Und diese Preisdifferenz, die dafür auch maßgeblich ist, die gibt es dann nach dieser Tarifanpassung nicht mehr in dem Maße. Und das ist aus unserer Sicht auch ein systematisches Problem an dieser ganzen
Vorlage, die uns ja auch beim VVO schon vorgestellt wurde. Und wir haben das ja auch recht umfassend auch schon damals bei der Einführung des Deutschlandtickets diskutiert, wie kann man das Ganze eigentlich weiterentwickeln. Und die Haltung des VVOs, wir lassen das einfach alles so, wie es ist und gucken mal, was passiert, die hat mich noch nie überzeugt. Und aus meiner Sicht zeigt sich jetzt bei dieser Tarifmaßnahme auch, dass sie nicht wirklich funktioniert. In der Vergangenheit haben wir bei Tarifmaßnahmen ja schon ab und an die Situation gehabt, dass wir hier im Rat sehr hart gerungen haben, aber dann zum Beispiel Zusatznutzen auch rausgeschlagen haben. So ist, glaube ich, zum Beispiel diese Mitnahmeoption ab 18 Uhr unter der Woche irgendwann mal reingekommen. Und das Problem ist, dass tatsächlich beim VVO für diese Diskussion auch über weitere Zusatznutzen, zum Beispiel eben die Frage, kann ich mit einem Dresdner Ticket am Wochenende im kompletten Verbund fahren, wenn ich zum Beispiel mit meiner Familie Ausflüge machen möchte, da für diese Diskussion gibt es gerade nicht wirklich eine Bereitschaft. Und das finde ich sehr unbefriedigend. Man will einfach überall alles gleichmäßig erhöhen. Und dafür wird es tatsächlich von unserer Seite hier auch keine Zustimmung geben. Ich will aber allerdings auch davor warnen, sich hier an anderer Stelle jetzt ein bisschen lächerlich zu machen. Also Herr Pinkert, ich würde Ihnen wirklich mal empfehlen, sich mal mit den Größenordnungen der unterschiedlichen Sachen, die Sie im Änderungsantrag benennen, mal auseinanderzusetzen. Wir sprechen beim kompletten Thema Mobiwelt über einige hunderttausend Euro. Das ist Geld, aber das ist am Ende auch nicht entscheidend, wenn man das vergleicht mit den Beträgen, die hinter dieser Tarifmaßnahme insgesamt stecken. Dann müssen Sie, glaube ich, schon mal die beiden Werte dann auch nebeneinander legen und sagen, wie das zueinander passen soll. Und ich bin ehrlicherweise auch skeptisch, ob es jetzt so geschickt ist, jetzt hier irgendwelche offenen Briefe zu fordern, die wir uns jetzt wechselseitig schicken. Ich glaube, das sind Fragen, die müssen vor allem auch finanzpolitisch beantwortet werden. Es ist am Ende eine Geldfrage, über die wir hier gerade diskutieren. Und da, ich sag mal so, da können wir gerne nochmal dem Wirtschaftsministerium in Sachsen einen Brief schicken. Ich glaube, das wird an der ganzen Situation nichts ändern. Wir werden dem Antrag der Linken hier in ungeänderter Form zustimmen und ja, sind gespannt, wie sich das ganze Thema weiterentwickelt. Danke. So, wird FDP das Wort gewünscht? Nein? Freie Wähler, freie Bürger, bitte schön, Herr Nitsche. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, meine Damen und Herren zu Hause, liebe Dresdner, wir haben vorhin gehört, die Dresdner Verkehrsbetriebe brauchen mehr Geld. Und es gibt tausend verschiedene Gründe, warum die Dresdner Verkehrsbetriebe mehr Geld brauchen. Ich möchte hier mal einige nennen. Das sind zusätzliche Angebote, die mit dem eigentlichen Kerngeschäft ÖPNV nichts zu tun haben. Beispielsweise die Mobipunkte. Es sind, und das kam bitte noch nicht, zusätzliche Einnahmen, auf die die Verkehrsbetriebe bzw. ihre Spitze verzichtet haben, als sie das Angebot hatten, sich um die Wartehäuschen, die Fahrgastunterstände zu kümmern und sich da Einnahmequellen in Millionenhöhe zu erschließen. Es sind Planungs- und Investitionskosten, und da kommen wir zur Dekadenz, Planungs- und Investitionskosten, die vom Stadtrat aufgehalst wurden, zum Beispiel mit dem Projekt Stadtbahn 2020 in der Linie 5, wo Planungskosten in Größenordnung erscheinen. Das ist alles nicht so viel wie in Summe das, was ich jetzt genannt habe, wie vielleicht die Kosten sind, die jetzt an Mehrkosten erscheinen. Aber einfach so weiterzumachen und immer so zuzustimmen und dann zu sagen, naja, wir brauchen das jetzt doch, das geht so nie. Man muss auch mal klare Positionen beziehen und man muss auch mal sagen, wir lehnen die Erhöhung der Fahrpreise in diesem Punkt ab. Weil dekadent sind, vorhin ganz richtig gesagt worden, die Beschlüsse des Stadtrats, die immer weitere Aufgaben gefordert haben, die mit dem Kerngeschäft nichts zu tun haben. Die DVB werden schon heute von der Gemeinschaft der Dresdner finanziert. Es gibt Zuschüsse aus dem Stadthaushalt, es gibt den Querverbund Technische Werke und es gibt die Einnahmen. Die Einnahmen, die durch die Fahrgastbeiträge, egal ob es eine Monats- oder eine Stundenkarte ist, fließen. Und liebe Grüne Fraktion, gerade Sie, die ja immer Verkehrsverbund und ÖPNV ganz weit oben tragen in Ihrem Programm, positionieren Sie sich doch mal bitte bezüglich des ÖPNV und der Finanzierung. Und machen Sie nicht, also das ist jetzt wirklich das Enttäuschendste in der ganzen Debatte bis jetzt gewesen,
sich da einfach zu enthalten und sich da zurückzuziehen, gerade wenn es ums Geld geht. Das ist schade. Sie haben ja noch die Gelegenheit, vielleicht ergreift da noch mal jemand von Ihnen das Wort und Sie finden noch eine eigene Position. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Herr Dr. Schulte-Wissemann für die Dissidenten. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christuskind, alle Jahre wieder kommt auch die Fahrpreiserhöhung. Und deswegen haben wir alle Jahre wieder, kurz vor Weihnachten, haben wir den Antrag hier im Stadtrat, der den Oberbürgermeister binden soll, in der Verbandsversammlung des VVO gegen Fahrpreiserhöhungen oder für irgendetwas anderes zu stimmen. Das Wichtige ist, dass der Oberbürgermeister gebunden wird. Warum ist das wichtig? Im VVO gibt es 5 Stimmen, Dresden hat 2. So. Und der Oberbürgermeister kann, wenn er nicht gebunden ist vom Stadtrat, entscheiden, wie er gerade lustig ist. Niemand kann ihm sagen, was er machen soll oder nicht. Es hat so seine Vorteile, aber es hat natürlich auch die Nachteile, dass wir als souverän gewählter Stadtrat keinen Einfluss drauf haben. Und deswegen heute der Versuch, den Oberbürgermeister zu binden, damit die Stimme, die politische Stimme Dresdens, also das, was dieser Stadtrat gerne möchte, im VVO auch artikuliert wird. Und das ist jetzt, liegt auf dem Tisch, Antrag von der Linken, ich finde ihn sehr gut, die Fahrpreise nicht zu erhöhen. Das war der erste Teil. Der zweite Teil ist, ich habe eben so ein bisschen salopp gesagt, alle Jahre wieder. Das hört sich so an, als ob jetzt wieder alles so ist wie jedes Jahr. Nein, dieses Jahr, 2023, das ist eine Besonderheit. Es ist eine Singularität im Raum-Zeit-Kontinuum. Denn wir haben dieses Jahr, 2023, haben wir jetzt zum ersten Mal das 49-Euro-Ticket flächendeckend in Deutschland ausgerollt. Das heißt, es wurde schon gesagt, Pi mal Daumen, die Hälfte aller Tickets, die Preise der Hälfte aller Tickets ist gar nicht mehr in unserer Hand. Früher konnten wir sagen, okay, die Preise hier für Kinder wird es billiger, für Erwachsene wird es teurer oder andersrum oder wie auch immer. Aber die Hälfte der Tickets sind jetzt sowieso im 49-Euro-Ticket. Und es gibt laute Stimmen, die sagen, es müsste 29 oder 9 oder 0 Euro kosten. Es gibt aber auch laute Stimmen, die sagen, es müsste 59 oder 69 oder 79 Euro kosten. So, diese Diskussion ist gerade im Gang. Und wir haben doch alle, jeder von Ihnen, der im Fernsehen gucken kann oder ins Internet oder in die Zeitung, weiß doch, dass gerade sozusagen der Bund sagt, nein, wir haben kein Geld mehr für den ÖPNV. Die Länder sagen, ach, nein, mehr Geld für den ÖPNV, wir haben keins. Und in der politischen Situation sollen wir jetzt hingehen als Dresden, als gewählte Vertretung der Dresdner und sollen unseren Leuten da draußen erklären, naja, also Bund will nicht mehr zahlen, Land will nicht mehr zahlen, aber wir gehen schon mal in Vorleistung. Wir gehen schon mal 7-8% drauf. Ach, mein Gott, ist doch okay. Und wenn wir das machen, was passiert denn dann? Ja, dann haben wir A, den Druck sozusagen aus dem Kessel genommen. Wir haben unsere kommunale Verhandlungsposition mit Land und Bund selber geschwächt. Wir haben selber gesagt, nö, wir haben keinen Bock, wir wollen gar nicht verhandeln, wir machen das. Und wenn ihr da nicht mehr Geld gebt, naja, dann geben wir halt noch eine Schippe drauf. Dann werden die Preise halt noch mal teurer. So, wir haben jetzt 4% Inflation und nächstes Jahr noch mal 8% und noch mal 8% und noch mal 8%. Also wir würden, wenn wir die Preise erhöhen, unsere Verhandlungsposition als Kommune gegenüber Land und Bund würden wir schwächen. Punkt 1. Punkt 2 ist, wir würden natürlich den Unterschied zwischen 49 Euro und dem Abo-Ticket größer machen, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass irgendjemand auf die Idee kommt, dann zu sagen, naja, dann machen wir doch den Gap wieder kleiner, müssen wir das 49 Euro halt auf 69 anheben. So, also wir geben sozusagen, wenn wir jetzt selber einfach im November 23 die Preise erhöhen, dann erhöhen wir auch einfach
die Wahrscheinlichkeit, dass das 49-Euro-Ticket auch teurer wird oder anders gesprochen, dass Bund und Land weniger für den ÖPNV ausgeben und da der ÖPNV wirklich Geld kostet, muss dann mehr von den Kommunen bezahlt werden. Wir haben den Auftrag, zum Wohle von Dresden zu handeln, also müssen wir die Verhandlungsposition der Kommune stärken und nicht schwächen. Und daher bin ich auch sehr froh, dass dieser Antrag da ist. Wir werden dem natürlich auch zustimmen. Und ich muss Herrn Matthes recht geben, ich hoffe, das klärt sich jetzt noch. Die Ergänzung der Grünen ist eigentlich sehr schön, wenn es eine Ergänzung ist. Wenn es aber eine Ersetzung ist, dann ist es also wirklich viel zu kurz gesprungen, denn da ist eben halt diese Bindung nicht mehr drin, keine Fahrpreise zu erhöhen, sondern sie binden den OB einen Brief zu schreiben. Ja, also das ist nicht wirklich dann zielführend. Meine Damen und Herren, es ist wirklich gerade extrem spannend und extrem wichtig und wir müssen jetzt, wir dürfen nicht zuerst ausscheren, wir müssen Bund und Land in die Pflicht nehmen, für den ÖPNV zu bezahlen und deswegen müssen wir jetzt standhaft bleiben. Dankeschön. So, AfD, haben wir nochmal das Wort gewünscht? Sieht nicht so aus. Grüne nochmal? Das Wort gewünscht in der Fraktionsrunde? Nein. CDU, Herr Böhm. Lieber Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, was soll man dazu sagen? Viele von den Vorrednern, die hier gesprochen haben, sitzen im Aufsichtsrat der DVB. Und jeder weiß um die Finanzlücke bei der DVB, die da ist. Und jeder weiß auch, und wer jetzt sich so die letzte Woche sich angeschaut hat, was da mit den 60 Milliarden passiert oder nicht passiert, wo möglicherweise noch Geld herkommen könnte, der sollte sich seine Wünsche und Hoffnungen auf mehr Geld vom Bund und vom Land doch sehr genau überlegen, wie realistisch die sind. Das heißt, wir sind in der Situation, dass wir eine Aussage treffen müssen, wie wir die DVB und den jetzigen Qualitätsstandort in dieser Stadt sichern wollen. Und von allen, die hier gesprochen haben, habe ich von niemandem eine Antwort gehört, wie wir diese sichern wollen. Der Martin Schulte-Wissemann sagt, ja, wir hoffen auf die Zukunft. Die AfD haut hier mit Zahlen rum. Ich habe mir die aktuellen Zahlen der DVB sagen lassen. Wir haben im Rahmen des Verlustausgleiches 5 Millionen, die für Mobiwelt, die für die Maßnahmen Linie 13, Taktverdichtung von Kossebaude in die Stadt der Buslinie, für Mobiwelt und für das On-Demand-System sind. Das sind knapp 5 Millionen. Davon sind alleine 1,5 oder 2 Millionen On-Demand-System. Das heißt, wir reden von 3 Millionen Euro, für den Rest 3 Millionen. Und das ist nicht das, was die DVB-Finanzierung rettet. Also tun Sie nicht so von Seiten der AfD, als wäre das eine Möglichkeit, die DVB zukünftig sicher zu finanzieren. Und Sie sitzen im Aufsichtsrat, Herr Pinkert, Sie wissen genau, dass alle Untersuchungen, die gemacht worden sind von Unternehmensberatung, bei der DVB ist intern wenig zu holen. Also wir müssen uns hier ernsthaft Gedanken machen, wie wir die DVB zukünftig finanzieren wollen. Wir brauchen auch nicht, wie die Grünen, irgendwelche Bittbriefe schicken vom VVO an Bund und Land, weil das machen die jede Woche. Das machen die jede Woche und bitten um Geld. Sorry, so einfach sieht das aus. Und auch die SPD macht sich einen schlanken Fuß. Ich habe von Stefan Engel auch nicht gehört, wo das Geld herkommen soll. Also wir sind nun die Letzten, die begeistert sind, Ticketpreise zu erhöhen. Aber an dieser Stelle bleibt uns gar nichts anderes übrig. Und dass natürlich Teile dieses Stadtrates sagen, wunderbar, dann gehen wir auf das Konzept vom Oberbürgermeister und tun dann den Autofahrern die Kosten der DVB-Finanzierung überwälzen. Das kann da auch nicht wirklich hier der Wunsch sein. Wir haben überall Kostensteigerungen in Größenordnung. Das ganze Thema werden wir dann nochmal bei den Abfallgebühren sicherlich diskutieren. Ja, und die Stadt Dresden kann hier alles tragen. Wir sind jetzt schon bei einem Verlust Ausgleich und Zuschuss von 65 Millionen und damit hat die Stadt Dresden ihren Teil gemacht. Und ich sage auch ganz deutlich, wir haben uns bislang immer schwer getan mit Tariferhöhungen, weil wir ja selber mal das Thema 365-Euro-Ticket hatten, etc. Wir müssen aber jetzt sehen, dass jeder seinen Beitrag zur DVB-Finanzierung leisten muss und insbesondere auch die Nutzer. Und
Es ist ja möglich, dass man auf das 49-Euro-Ticket umsteigt. Und es kann nicht unser Ansinnen sein, dass wir unterstützen, dass ganze Hausgemeinschaften auf einem übertragbaren Ticket fahren. Das funktioniert so auch nicht. Jeder kann auf das 49-Euro-Ticket gehen und kann sich, wenn er möchte, die Mobiwelt und andere Sachen dazu buchen. Es ist alles möglich. Es gibt also ein attraktives Angebot. Und dass die DVB in Schieflage geraten ist, ist nur zum Teil internen Prozessen der DVB geschuldet, sondern zum größten Teil ist es den Rahmenbedingungen im Bund, wo bestellt wurde und nicht ausgiebig finanziert wurde. Deswegen werden wir in diesem Fall den Antrag der Linken nicht zustimmen und werden den Oberbürgermeister nicht binden wollen. Denn eins ist Fakt: Was ist die Alternative in der Finanzierung? Wir haben uns das von der DVB mal vorstellen lassen. Das wäre ein 15-Minuten-Takt in der Stadt statt 10 Minuten. Das wäre die Alternative, um die Kostendifferenz zu decken. Ein 15-Minuten-Takt könnte vielleicht die 10 bis 15 Millionen Differenz herausbringen. Wollen wir das? Das ist die Frage. Wollen wir das? Und die Nutzer wollen es auch nicht. Und dann ist es eben die Frage, machen wir die Gebührenerhöhung oder machen wir sie nicht? Also wir werden uns nicht dagegen stellen. Danke. Man muss auch ein bisschen ehrlich sein in diesem Rat, ja? So, jetzt sind wir durch die Fraktionszone durch. Weitere Wortmeldungen. Zunächst Herr Lichti, dann Frau Gaspari. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Ja, Kollege Böhm, jetzt machen wir mal den Ehrlichkeiten dann weiter, die Sie hier eingefordert haben. Es ist teilweise angeklungen, bloß glaube ich in dieser Schärfe noch nicht wahrgenommen worden, hier in diesem Rat und auch in der Öffentlichkeit. Die Einführung des 49-Euro-Tickets hat im Grunde die gesamte Welt des ÖV radikal verändert. Nämlich, was ist passiert? Man hat im Grunde, ich sage es so scharf, man hat im Grunde die Aufgabe öffentlicher Personennahverkehr den Kommunen genommen und hat sie faktisch auf die Bundesebene hochgezont. Das ist passiert. Ich sage Ihnen ganz offen, ich bin darüber nicht glücklich. Ich halte das für eine schädliche Enteignung kommunaler Gestaltungsmöglichkeiten. Ich weiß, das ist unpopulär, auch in der ÖV-Verkehrsszene, die immer jammern, dass es so viele Verkehrsverbünde gäbe und immer bundesweit einheitliche. Ich bin kein Freund dieser Illusion, dass bundesweite zentralistische Lösungen hier etwas bringen würden. Aber das ist die Welt jetzt. Das heißt, was wir hier beschließen, ja oder nein, egal was wir heute beschließen, ist, sorry, scheißegal fast. Fast scheißegal. Ich sage bewusst dieses Wort, damit es mal ankommt, damit Sie aufwachen. Das 49-Euro-Ticket hat die Welt fundamental verändert. Leider hat es so gut wie keine Auswirkungen, was dieser Stadtrat oder der VVO überhaupt beschließt. Und das, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, muss man auch mal wahrnehmen, ist eine weitere Folge dieser Hochzonung auf die Bundesebene. Denn jetzt wird deutlich, dass das 49-Euro-Ticket das Pferd des ÖV von hinten aufgezäumt hat. Wir erinnern uns alle an die Themen S-Bahn von Kamenz nach Dresden. Wir erinnern uns an die ganzen Ausfälle, ist nicht nur selbst gemacht und so weiter. Wir erinnern uns, wenn wir mal im Zug fahren, es machen ja jetzt ja mehr, wie es in den Zügen aussieht, wie dort die Qualität ist, wenn man sich zwischen Klo und Türe irgendwie aufhält. Ich denke, die meisten von uns kennen das. Das sind keine Zustände. Das ist völlig klar und war völlig zu erwarten, dass genau das eintreten wird. Weil man hat nicht angefangen, das Angebot zu verbessern, sondern man hat eine Preismaßnahme gemacht, die im Grunde alle Strukturen, die wir über Jahrzehnte aufgebaut haben, die in sich sinnhaft waren, die hat man damit hinweggefegt. Und jetzt lässt man die Kommunen und die Verkehrsverbünde allein und Herr Lindner stellt sich hin, möchte die Subvention fürs Auto, Dienstwagenprivileg und was da noch alles schöne Sachen gibt, die wesentlich teurer sind für den Steuerzahler, die lässt man weiter bestehen, aber die, ich weiß es gar nicht, was, 250.000 oder 5.000 Euro fürs Deutschlandticket, das möchte man nicht mehr bezahlen. Das ist doch absurd. Und ich sage Ihnen, ich reg mich auf, Sie merken das, dieses Deutschlandticket ist, so wie es gemacht worden ist und so wie es jetzt rauskommt, ist ein Bärendienst und eine riesige Gefahr für den ÖV in Deutschland. Und das ist wirklich mehr als ärgerlich. Und bitte nehmen wir das doch mal wahr und führen nicht hier weiter diese wohlfeilen Scheindebatten, als ob wir hier irgendetwas noch bewegen könnten in diesem Stadtrat oder im VVO. Leute, das ist vorbei.
Wo kommt das Geld her? Sorry, ich sag's Ihnen gern nochmal, Herr Böhm. Dann hören Sie als CDU oder als fossile Rechte mit Ihren Kumpanen von der rechten Seite doch bitte auf, ganz banal das Beschleunigungspaket der DVB zu blockieren. Mit 5 Millionen Euro. Was müssen wir uns immer befassen im Bauausschuss, wenn der Herr Kühn mal irgendeine Maßnahme macht, dann machen Sie Verkehrsversuche und so weiter und Sie blockieren, wo Sie können. Also das ist doch wirklich unehrlich bis ins Letzte. Dann legen Sie doch nicht weiter der DVB einfach Steine in den Weg. Und natürlich bekennen wir uns als Dissidenten, leider viel zu wenig in diesem Rat, zur Erhöhung der Bewohnerparkgebühren, zur Erhöhung der Parkgebühren, zur Beendigung der Privilegierung für den Autoverkehr. Das müssen wir doch endlich alles mal angehen. Und natürlich, Veit Böhm, du hast natürlich recht, wenn wir keine Maßnahmen ergreifen, dann wird die Axt gelegt werden an die Qualität, dann wird es Streckeneinstellungen geben, dann wird es eine Verschlechterung des Takts geben. Ich erinnere mich daran, was haben wir gekämpft und gerungen 2017, 18, 19 für dieses Ausbauprogramm, ja? Es ist vorbei, da redet keiner mehr davon, es ist längst aufgegeben. Übrigens, die CDU damals hat sogar auch zugestimmt, interessiert in diesem Rat keinen mehr. Ihre Haushaltskoalition liquidiert das ganze Thema und Sie führen die ganze Zeit hier diese Scheindebatten zum VVO. Sorry, das regt mich auf. Wachen Sie endlich auf und setzen Sie sich mal wirklich für den ÖV ein, sonst geht es total im Bach runter. Vielen Dank. So, wir machen weiter, Frau Gaspari und dann Herr Mattes. Das Mikro. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, dieser Brief, den wir vorgeschlagen haben, da geht es nicht einfach nur um einen freundlichen Brief. Da geht es um eine Alarmanzeige. Ich möchte das mal in aller Deutlichkeit hier sagen. Wir haben hier ein massives Problem. Es ist genau wie Kollege Lichti sagte. Die Verantwortung ist plötzlich für über die ganze Finanzierung an den Bund gegangen. Und das auf Kosten unseres öffentlichen Verkehrs hier. Wir haben kaum noch Spielraum. Und das muss von allen öffentlich gesagt werden. Und hier muss der Zoll mit diesem Brief, die Verbandsversammlung, öffentlich sich anmelden und sagen, hier ist ein Problem, hier, das muss gelöst werden. Das können wir nicht vor Ort lösen. Das werden wir nicht schaffen. Und es ist außerdem so, dass diese Vorlage, die so lange vertagt wurde, hatte Finanzierungsvorschläge. Und ja, damit werden die Parkgebühren erhöht. Diese Parkgebühren, die über Jahrzehnte nicht erhöht worden sind, nicht einmal, während gleichzeitig die Tarife jedes Jahr erhöht, erhöht, erhöht werden. Und da stimmen Sie immer zu, liebe CDU, ist ja wunderbar. Aber ein zweites Mal die Parkgebühren zu erhöhen, da ist dann gleich die komplette Ablehnung. Die Einnahmen gehen in den Stadthaushalt, das ist vollkommen klar. Eine andere Verwendung ist überhaupt nicht zulässig. Und genau, wenn wir die Tarife nicht erhöhen, dann wird das passieren, was Herr Lichti sagte. Dann wird die DVB streichen und kürzen. Und da wir aktuell in diesem Moment keinen Alternativvorschlag haben, wird es das sein, was passiert. Dann gibt es keinen 10-Minuten-Takt, sondern 15-Minuten-Takt. Dann werden die Linien da oder dort wegfallen, die Planungen nicht möglich sein. Und all das wird passieren. Ich beantrage 5 Minuten Auszeit nach dieser Debatte. Danke. So, als nächster Redner Herr Mattis, dann Herr Pinkert und dann Herr Wirz. Also, es kommt ja auch jetzt schon gelegentlich vor, dass das Angebot nicht so erbracht wird, wie wir es eigentlich bestellt haben. Das Bahnausfallen, das Zügeausfallen im Nahverkehr. Und es gibt dafür einen ganz einfachen Grund, nicht weil irgendjemand was abbestellt hat, sondern weil schlicht in den Betrieben, auch in der DVB, es Personal fehlt, um dieses zu erbringen. Das Personal fehlt. Und wir wissen ja alle, wir haben ja heute den Tag des
Lokführerstreiks, und es sind nicht nur die Lokführer. Wir müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der DVB künftig anständig bezahlen, wenn sie weiter gute Leistung erbringen sollen. Es ist ein großer Widerspruch, dass wir immer noch sozusagen tarifmäßig ganz unten sind, aber in der Qualität des Angebots eigentlich ganz weit vorn. Das ist ein Widerspruch, den wir auflösen würden. Das heißt, wir brauchen wirklich Geld für die DVB. Das steht für mich außerhalb jeder Frage. Und Kürzungen sind für mich kein Problem. Und das ist nicht, dass das mit dem Mobibike alles nur Ablenkungsmaßnahmen sind, haben jetzt schon verschiedene gesagt, brauche ich jetzt nicht wiederholen. Ich wollte nur eins sagen. Wir sind dafür, dass es aus dem öffentlichen Etat bezahlt wird, aus Steuermitteln, und zwar auf allen Ebenen. Der Bund, der das Deutschlandticket bestellt hat, muss entsprechend auch zahlen. Das Land ist in der Verantwortung, muss zahlen. Und ja, auch wir als Stadt müssen aus öffentlichen Steuermitteln die DVB mitfinanzieren. Wir als Linke sind eben nicht dafür, es einzelnen Gruppen aufzuhalten, weder den Fahrgästen durch diese völlig sozusagen überproportionalen Erhöhung. Wir sind aber auch nicht dafür, und das unterscheidet uns von den Grünen, jetzt völlig willkürlich mit Anwohnerparkgebühren es irgendjemanden anders aufzuhalten. Es ist willkürlich. Es gibt keinen Sachzusammenhang zwischen Anwohnerparken und Finanzierung der DVB. Es gibt einfach keinen Sachzusammenhang. Es ist willkürlich aufgebürdet. Und das wollen wir nicht. Nein, wir wollen es solidarisch gemeinsam tragen, die Kosten für die DVB. Und dann, liebe Grüne, wir stimmen ja in vielen Punkten da immer überein. Muss ich aber noch mal was zu der Geschichte mit dem offenen Brief sagen. Also oder dem Brief, den Sie an Herrn Dulich schicken wollen und an Herrn, wie heißt der, Wissmann, ne? Der da im Bund zuständig ist. Bisschen Entschuldigung, ist ja egal. Der Herr Ehlen wird sich freuen, dass er den Brief schreiben soll. Der berichtet jedes Mal, dass er in den Gremien sozusagen frustriert ist, weil natürlich das immer und immer wieder erzählt und keine Reaktion findet und nichts entschieden wird und nichts sich bewegt. Aber er wird den Brief auch nochmal schreiben, und deshalb habe ich auch ausdrücklich gesagt, wir nehmen das als Punkt 3 zu unserem Antrag gerne auf. Wenn Sie es aber als Ersetzungsantrag machen wollen, und da hat Herr Schulte-Wissermann völlig zu Recht darauf hingewiesen, heißt es umgekehrt, Sie wollen mit einer Ablenkungsmaßnahme hier eigentlich beschließen, wir sollen der Erhöhung zustimmen. Denn das ist es sozusagen, wenn es Ersetzungsantrag ist. Und liebe Grüne, es kann ja sein, dass ihr das gut findet, aber dann seid so ehrlich und sagt es so und macht hier nicht so ein... das ist so eine schlechte Performance, eigentlich die Preise erhöhen zu wollen und aber stattdessen hier vorzuschlagen, es soll im Brief geschrieben werden. Deshalb nochmal zu Protokoll, wir übernehmen den Punkt der Grünen als Punkt 3 als Zusatz zu unserem Antrag. Danke. Wen haben wir denn als Nächsten? Herrn Pinkert. Na klar, zum zweiten Mal ist das schön. Grundsätzlich, wir haben hier nirgendwo irgendwas von Einsparungen von Linien oder Taktverlängerung oder sonstiges geschwafelt, Herr Engel. Da haben Sie unseren Ergänzungsantrag nicht richtig gelesen oder nicht verstanden, ist ganz einfach. Der Herr Böhm lenkt ab über das gesamte DVB-Konsortium mit den monetären Problemen, die dort auflaufen. Sind wir zum Glück als DVB nicht die Einzigen, die irgendwie in Schieflage geraten in dem Land, aber das ist egal. Man kann natürlich mit sowas ablenken und sagen, die dumme AfD, stimmt doch nicht, Herr Böhm. Brauchen Sie doch bloß das eine mit dem anderen, können Sie doch nicht. Die Tarifeinnahmen sind ein kleiner Baustein, Sie wissen ganz genau. Und wir müssen ganz viel Geld aus der Stadtkasse zuschießen, genau wie die anderen Verbandsgemeinden alle was zuschießen müssen in den VV. Wenn Sie jetzt ehrlich wären und würden sagen, wir können dieser rot-grün-gelben Regierung vertrauen und bleiben bei dem 49-Euro-Ticket, wissen Sie, was Sie dann jetzt hier fordern würden? Dann würden Sie hier fordern, wir wollen 15% auf den Tarif aufschlagen. Warum? Weil Sie das Delta aus Berlin kriegen, ohne Leistung. Sie vertrauen der Sache aber nicht aus Berlin, weil Sie wissen, dass ja jetzt schon das Delta nicht gezahlt wird in dem Maße, wie es auffällt. Ja? Wir haben ja durch dieses 49-Euro-Ticket Mindereinnahmen, obwohl es ursprünglich hieß, die werden gedeckelt aus Berlin. Stimmt nicht. Und deswegen vertrauen Sie dem nicht. Aber trotzdem wollen Sie jetzt wiederum sagen, nein, wir wollen gar keine Erhöhung.
können sie aber den Verbandsgemeinden eigentlich nicht verkaufen, weil die sind darauf angewiesen, die haben nicht einen 1,2 Milliarden Stadthaushalt, wo man eventuell noch irgendwo 5 oder 10 Millionen herauszaubern kann. Die Verbandsgemeinden gucken auf uns und sagen, die in Dresden, die haben ein völliges Rad ab. Na, damit meine ich nicht die Radfahrer, sondern einfach mal unsere Mobi-Bikes, Mobi-Punkte, Luftpumpen für alle. Na, das sind doch die Sachen. Na? Wissen Sie, Herr Schulte-Wissermann, für Sie ist das alles relativ unwichtig. Alle haben auch hier geredet darüber, über wir brauchen mehr Geld, weil die Leute mehr Geld verdienen sollen. Deswegen haben wir ein Defizit. Jetzt sagen Sie mal, warum ist denn eigentlich nicht der Bürger bereit, einfach so zu sagen, ist doch gar kein Problem, ich bezahle 10% mehr für mein Ticket. Wissen Sie warum? Weil der hat nämlich keine 10 oder 15% Lohnerhöhung gehabt. Das ist der Punkt. Er hat die Lohnerhöhung nicht gehabt, der Normalbürger. Und deswegen steht er klamm da. Ansonsten wäre es für einen Normalbürger gar kein Problem, mehr zu bezahlen. Kann er aber nicht. Ja? Sie wissen nicht, was das so mit Geld hin und her und so macht. Nicht. Ich habe es versucht. Danke. Herr Wirtz, Sie wollen nicht mehr? Gut, dann haben wir als Nächsten Herrn Böhm und dann Herrn Genschmann. Tja, was der Kollege Pinkert gerade uns sagen wollte, hat sich mir jetzt nie erschlossen. Also, ich hab's ernsthaft nicht verstanden. Also irgendwie wirft er uns vor, dass wir nie zustimmen wollen zur Tariferhöhung, aber die AfD will wohl selber nie zustimmen. Also und ist irgendwie egal, also unabhängig davon betrifft das sowohl die AfD als auch die Linke. Und ein Stück weit auch die SPD, muss man klar sagen. Ich habe hier noch von niemandem gehört, wie das, was Sie hier nicht erhöhen wollen, wie das anderweitig finanziert werden soll. Lieber Kollege Mattes, dann sagen Sie doch einfach eine Haushaltsposition. Ich meine, die Grünen haben ja wenigstens, die Dissidenten haben ja wenigstens noch eine Idee, die teile ich nie. Die sagen, wir wollen es den Autofahrern wegnehmen. Wir wollen die Parkgebühren erhöhen. Das ist ja zumindest eine Idee. Also es ist nie unsere Idee und wir werden dem auch nie zustimmen. Aber das ist eine Idee. Aber von den Linken kommt gar nichts. Oder wollen wir es denn vielleicht wie andere Sachen jetzt Kredit finanzieren, die laufenden Kosten? Was, Herr Mattes, was ist Ihre Idee? Wo ist die Haushaltsposition, wo es herkommen soll? Wo ist sie? Ich kann mich doch hier vorne nie einfach hinstellen und sagen, wir brauchen keine Tariferhöhung, wir machen das aus dem Haushalt und das muss aus dem Haushalt kommen. Wo soll es denn herkommen? Wo konkret soll es herkommen? Wie gesagt, in der AfD muss man an der Stelle ehrlicherweise sagen, da gab es ja nun keine Ausführungen, die da wirklich gehaltvoll sind. Mit 3,5 Millionen, die da vielleicht die Mobi-Welt bringt, die werden das nicht retten. Ich meine, darüber muss man diskutieren, ob man das zukünftig will. Aber das ist nicht das Problem, was die DVB finanziert. Sorry, da reden wir über 15 Millionen Euro per anno. Und die müssen irgendwo herkommen, entweder aus dem Haushalt, vom Bund oder vom Land oder zum Teil aus der Tariferhöhung. Und jeder, der sich hier hinstellt und lehnt die Tariferhöhung ab, sollte sagen, wo das Geld herkommt und nicht von irgendwelchen Liebesbriefen oder fordernden Briefen reden. Das bringt, das ist alles richtig und alles gut, hilft aber niemandem, weil es schon jeden Tag gemacht wird. So, und dann haben wir den Herrn Genschmann. Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Fraktionskollege hat es ja schon gesagt, wir werden den Antrag der Linken und oder AfD zustimmen, aber nie, weil wir den Antrag der Linken so gut finden, sondern weil diese Diskussion hier in dem Rat so typisch zeigt, wir sind als Deutsche noch dort oben, uns geht es so gut. Und wenn ich immer höre, der Bund muss bezahlen, der Freistaat muss bezahlen, das bezahlt alles der Steuerzahler, das ist wie Asyl. Es kann kosten, was es will, alles drauf,
Nee, wir müssen mal mit unseren Ansprüchen runtergehen. Und das war das, was wir vor uns gesagt haben. Wenn ich höre, so was aus dem Aufsichtsrat bei der DVB kommt, was da für Projekte geplant werden. Die Leute in Niedersedlitz warten seit 10 Jahren auf dem Bahnhofsvorplatz. Und deswegen steigen die dort nicht um. Dort sollte ein Park- und Reitparkplatz hin. Kleine Maßnahmen, die werden nicht umgesetzt. Aber wir planen so große Projekte. Und dann wundern wir uns und dann sagen wir, Grüne, Linke, SPD, CDU genauso, ihr seid genauso mit den Regierungsverantwortlichen bis hin zur FDP. Wir wollen das, ihr habt nie den Mut. Und wir als freie Wähler, freie Bürger sagen, das Geld reicht nicht mehr. Und wir müssen mal den, alles runtersetzen und nie vom Bürger wegnehmen. Egal ob bei Parkgebühren, ob bei Tickets für die Verkehrsbetriebe. Nee, wir müssen uns mal runterschnallen und mit unseren Steuergeldern, die wir haben, ordentlich umgehen und nie solche Blasen im Kopf haben. Und das ist das Problem. Und wenn wir nie endlich damit anfangen, werden wir noch ganz andere Haushaltslöcher finden. So, jetzt haben wir erstmal die Rednerliste abgearbeitet, dachte ich. Herr Engel noch. Und dann würde ich gerne das für die Verwaltung, Herr Kühn, noch mal einige ausführen. Nur ganz geschäftsordnend. Ich hatte jetzt so verstanden, dass Herrn Mattes diesen Punkt aus dem Grünantrag direkt übernehmen will. Ich würde dann darum bitten, aber diesen neuen Punkt, wahrscheinlich 3 des linken Antrags, dann bitte getrennt von den ersten beiden Punkten abzustimmen, weil sich unsere Fraktion da anders verhalten möchte. Mhm. Gut, das wird man dann nochmal, was das Abstimmungsverfahren angeht, dann auch vielleicht nach der Auszeit nochmal festlegen. Jetzt zunächst erstmal für die Verwaltung nochmal und auch natürlich auch als Aufsichtsratsvorsitzender DVB, Herr Kühn. Ja, meine Damen und Herren, ich muss mich angesichts des Ernstes der Lage, was die Finanzierungssituation bei der DVB angeht, über die eine oder andere Scheindebatte schon wundern. Die Frage, ob wir zukünftig bestimmte Projekte planen oder nicht, hat erstmal unmittelbar keinerlei Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan im nächsten Jahr. Wohl aber die Tarifanpassung. Die Tarifanpassung, über die wir hier reden, bringt 8 Millionen zusätzliche Einnahmen der DVB. Und diese sind im Wirtschaftsplan für 2024 bereits unterstellt. Darüber hinaus klafft weiterhin eine Lücke, die größer als 8 Millionen ist im Haushalt der DVB. Das heißt, dort sind wir in Gesprächen mit dem Freistaat Sachsen. Zuletzt haben der Oberbürgermeister und ich mit dem Landesverkehrsminister Herrn Dulich am Tisch gesessen. In der vergangenen Woche beim SSG, sowohl im Präsidium als auch in den Ausschüssen, um dort nach einer Lösung zu suchen, die bekanntlich ein sachsenweites Problem ist. Wenn wir dafür keine Lösung finden und auch wenn die Tarifanpassung nicht kommt, werden wir keinen Wirtschaftsplan im Dezember für die Verkehrsbetriebe beschließen können, so tragfähig ist, dass die TWD und der TWD-Aufsichtsrat dem zustimmen können, aufgrund auch der Tragfähigkeit des Verlustausgleiches der DVB. Und dann sind wir automatisch in der Frage sozusagen der Reduktion des Angebots. Das heißt, die Tariferhöhung bringt uns überhaupt erstmal in die Lage, einen halbwegs ausgeglichenen Haushalt am Horizont zu sehen. Und ich sage jetzt mal, das, was vom Freistaat Sachsen an zusätzlichen Mitteln auf dem Tisch liegt, reicht nicht aus, um das Defizit so auszugleichen. Und wer da Richtung Bund guckt, dann empfehle ich nur noch mal die Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bundeskanzler sich vor Augen zu führen. Das Thema Finanzierung Deutschland-Ticket ist auf das nächste Jahr vertagt worden. Und die Kostenentwicklung, die entsprechend mit einer Dynamisierung der Mittel abgebildet werden muss, die ist in der Form eben nicht gegeben. Die Kosten für Material, für Fahrpersonal, für Energie und so weiter, die steigen eben schneller als die Dynamisierung, beispielsweise seinerzeit der Regionalisierungsmittel, also der Mittel vom Bund für den Nahverkehr, unterstellt sind. Die einzigen, die eine entsprechende Dynamisierung eingebaut haben, sind wir als Landeshauptstadt im Haushalt und in der Mittelfristplanung, wo ja die Finanzierungsanteile von sozusagen 13,9 Millionen Richtung 2028 auf 28 Millionen steigen. Also wir dynamisieren ja ganz anders, als das Land und Bund an der Stelle macht. Und entsprechend ist dort eine Riesenlücke, die wir noch zusammenbringen müssen,
um überhaupt, ich wiederhole mir das nochmal, einen Wirtschaftsplan für 2024 überhaupt beschließen zu können, mit dem dann das Angebot im Status quo gefahren werden kann. Und sollte sozusagen die Tarifanpassung nicht kommen, werden wir keinen Wirtschaftsplan, der zustimmungsfähig ist, seitens sozusagen der Konzernmutter sozusagen darstellen können. Und ich will nochmal zu einzelnen Punkten hier drauf eingehen, hinsichtlich dessen, was als Einsparungspotenzial im Raum stand. Das Kerngeschäft der DVB ist Mobilität. Und die Mobi-Punkte sind zu 100% gefördert worden. Die in der Unterhaltung ist das Aufwendigste, die Betreibung der Ladesäulen. Das macht aber nicht die DVB, sondern das macht die Sachsenenergie. Einsparpotenzial DVB 0. Mobi-Shuttle ist ein gefördertes Projekt, zu dem wir uns hier im Stadtrat, oder Sie sich im Stadtrat bekannt haben. Läuft noch bis Ende 2024. Überwiegend gefördert vom Bundesverkehrsministerium. Ich höre aus dem politischen Raum, dass es den Wunsch gibt, über diesen Projektzeitraum in weiteren Teilen des Stadtgebietes dieses System auszurollen, um beispielsweise die ländlichen Gebiete besser mit dem Nahverkehr zu erschließen. Wenn wir jetzt unmittelbar aussteigen würden aus dem Mobi-Shuttle, würden wir wahrscheinlich Bundesmittel auch zurückzahlen müssen. Einsparpotenzial, Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan nicht erkennbar. Mobi-Bike kostet im Jahr 700.000 Euro bei 2 Millionen Nutzerinnen und Nutzern pro Jahr. Es ist das günstigste Verkehrsangebot, was wir in der Landeshauptstadt haben, und das erfolgreichste Verleihsystem der Bundesrepublik, das dazu geführt hat, dass in der Corona-Pandemie die Leute nicht reihenweise ihre Abos beim DVB gekündigt haben, wie das in anderen Städten war. In anderen Städten sind die Nahverkehrsunternehmen das Problem hat, dass sie teilweise 25-30% die Abokunden verloren haben. In Dresden waren es 5%, weil die Leute aufs Fahrrad umgestiegen sind. Einsparpotenzial maximal 700.000. Ich habe nochmal deutlich gemacht, wie groß das Defizit ist. Insofern nochmal gesagt, der Ernst der Lage bittet wahrzunehmen. Und die Frage der Preiserhöhung ist leider so angesichts dessen, dass die DVB eben nicht mehr die Tarifautonomie de facto haben durch die Einführung des Deutschland-Tickets, notwendig, um einen Wirtschaftsplan für das Angebot, was Sie dem öffentlichen Dienstleistungsauftrag beschlossen haben, fahren zu können. So, vielen Dank nochmal, Herr Kühn, für die Klarstellung. Und jetzt würden wir in die gewünschte 5-minütige Auszeit gehen und dann hoffe ich, dass wir in die Abstimmung einsteigen können.
Meine Damen und Herren, bitte Plätze wieder einzunehmen, dass wir fortsetzen können. Denn wir haben noch jede Menge Holz vor uns und wollen auch noch ein bisschen was schaffen. Bitte auch die Gespräche einzustellen. Und jetzt die Frage, gibt es aus den Auszeiten noch weitere Anträge, die herauskommen? Frau Kaspari. Hört man mich jetzt? Ja. Wir übernehmen den Vorschlag der Linken, dass unser Punkt als Punkt 3 angehängt wird. Und wir beantragen punktweise Abstimmung. Naja, dass er übernommen wird, das hat ja schon Herr Mattis gesagt. Da können Sie im Prinzip zugucken. Der wesentliche Unterschiedspunkt jetzt zu dem, was bisher beantragt war, ist jetzt, dass wir dann punktweise in die Abstimmung kommen, wobei punktweise frage ich jetzt in der Schlussabstimmung oder punktweise im Sinne der Ergänzung? Jede Abstimmung. Jede Abstimmung. Ne? Wunderbar. Dann wollen wir mal, Herr Mattis, noch? Herr Oberbürgermeister, ich bin nicht ganz sicher, ob Sie das vielleicht vor uns vergessen haben. Haben wir nicht noch so etwas wie ein Schlusswort?
Sie haben schon 10 Schlussworte gemacht und auch schon zweimal zur Sache gesprochen, aber... Das kann schon mathematisch nicht stimmen. Wenn ich nur zweimal gesprochen habe, können es nicht 10 Schlussworte gewesen sein. Ich habe Sie jetzt akustisch schwer verstanden, aber wir haben in unserer Geschäftsordnung, dass zur Sache zweimal jeder reden kann. Das haben Sie bereits getan. Es kann natürlich jemand anders aus der Fraktion, der noch nicht zweimal gesprochen hat, ein Schlusswort sprechen, wenn er das gerne wünscht. Nee, der Einreicher hat immer ein Schlusswort bei jeder Debatte, völlig unabhängig von der sonstigen Redezeit. Nein, die einreichende Fraktion. So, noch ein Antrag, Frau Kaspari? Hallo, wir ziehen unseren Antrag natürlich zurück damit. Den auf punktweise Abstimmung. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, ich habe verstanden, was Sie meinen. So, gibt es jetzt noch weitere Anträge zum Verfahren? Dann würde ich mir erlauben, in die Abstimmung einzutreten. Und wir beginnen vielleicht mal mit dem leichteren Teil noch. Ich würde zunächst den Ergänzungsantrag von AfD abstimmen lassen. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, 49 Nein, keine Enthaltung, hat damit keine Mehrheit gefunden. So, und jetzt hatten wir ja gesagt, nur damit wir es dann vom Abstimmverhalten wissen, der Antrag von den Grünen ist automatisch als ein Punkt 3 ergänzt an dem der Linken, da wir kein Ausschussvotum vorliegen haben, würden wir ja sowieso über den Antrag abstimmen. Und den machen wir jetzt aber punktweise. Und insoweit darf ich zunächst fragen, von dem Antrag der Linken, den Punkt 1, wer den mittragen möchte.38 Ja-Stimmen, 15 Nein, 13 Enthaltungen, hat eine Mehrheit gefunden. Wer dem Punkt 2 zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um die Abstimmung. ...26 Ja-Stimmen, 28 Nein-Stimmen bei 13 Enthaltung hat er keine Mehrheit gefunden. Und wir kommen zu dem Punkt 3. Wie gesagt, der kommt aus dem Änderungsantrag Grüne. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. ...21 Ja, 41 Nein, 5 Enthaltung, hat damit auch keine Mehrheit gefunden. Insoweit ist der Antrag mit dem Punkt 1 beschlossen. Herr Leczinski. Ja, vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Vielleicht noch eine kurze Erklärung zu unserem Abstimmungsverhalten. Wir haben uns bei diesem Antrag enthalten aus dem einfachen Grund, wir sind sehr wohl gegen jegliche Gebührenerhöhungen in Dresden. Letztendlich ist aber der Antrag der Linken ja nichts weiter als heiße Luft. Wir wissen alle, dass die Dresdner Vertreter im VVO, wo es wirklich dann die Gebühren beschlossen werden, ohnehin überstimmt werden. Und vor diesem Hintergrund haben wir genau unseren Änderungsantrag bzw. Ersetzungsantrag gestellt, um tatsächlich die Gebühren für die Dresdner Bürger niedrig zu halten, der leider abgelehnt wurde. Daher unsere Enthaltung bei der Ursprungsvorlage. Danke. So, meine Damen, meine Herren, damit wäre der Punkt 31 durch.